Hallo meine Lieben, Natascha hier wieder mit einem Haul-Video für euch. Heute war ich im Action und möchte euch gerne zeigen, was ich alles so Schönes ergattern konnte. Los geht es mit etwas ganz Unspektakulärem, nämlich mit dieser Film. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig erkennen könnt. Ich habe für 6 Rollen 62 Cent bezahlt. Ich weiß, das ist nichts Neues und das ist ein Dauerartikel, aber ich muss sagen, in der Zeit mit der ganzen, mit dem Lockdown und Geschäfte hatten zu, man durfte nicht überall rein und und. Ganz blödes Klebeband zu kaufen. Ich meine, wer ist bereit, 2 oder 3 Euro für Klebeband auszugeben? Also ich war es nicht, ich habe es tatsächlich aufgeschoben und jetzt heute, nachdem ich da endlich drinne war, habe ich mir welches gegönnt. Ich meine, für 62 Cent kann man ja einfach nichts falsch machen. Das nächste unspektakuläre ist doppelseitiges Klebeband. 32 Cent eine Rolle. Da sind 10 Meter drauf und das Band ist 1,2 cm breit. Da braucht man, glaube ich, auch nichts Großartiges zu sagen. Das ist bei mir eigentlich ein Dauerprodukt. Aber auch das ist irgendwann leer, also wird das halt regelmäßig nachgekauft. Ich halte mich da noch relativ zurück, also es sind wirklich nur 2 Rollen mitgekommen. Aktuell gibt es ja schon ja, Osterartikel und da habe ich dieses Sisal Ostergras mitgenommen in der Farbe Weiß bzw. Creme. Steht Weiß drauf, da sind 40 Gramm drinne. Für unschlagbare 83 Cent. Man kann damit natürlich Osterkörbchen befüllen, wirklich als Ostergras das verwenden oder auch als Deko für eure Karten. Also das Ding ist ziemlich vollgepackt und die Fäden sind auch ziemlich fein. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man das halt auch sehr schön auf Karten, so im Stil Mixed Media, gut kombinieren kann. Ich habe zwar, glaube ich, welches in Grün, aber Grün ist nicht immer passend. Im Action gibt es das übrigens auch in Gelb, aber Gelb zählt nun definitiv nicht zu meinen Favoriten. Dann noch ein weiteres Basic. Ich habe tatsächlich das erste Mal Fotopapier im Action gekauft. Ich hatte vorher immer welches im ja, Bürofachhandel oder halt beim Aldi mitgenommen, wenn ich schon mal da war. 1,42 € kosten die. Hier habt ihr 210 Gramm starkes Papier, 20 Bögen A4. Ich verwende das gerne zum ja, Bestempeln. Ich drucke darauf mein Papier aus, beziehungsweise was ist Papier? Ich drucke dann Sprüche oder einfach Labels für hinter meine Karten. Ich kann euch gerne mal zeigen. Ein Beispiel. Hier. Das klebe ich auf meine Karten oder gebastelte Geschenke auf die Rückseite drauf. Und das ist halt glänzend. Das ist Fotopapier. Das, was ich in der Hand halte, ist nicht vom Action. Deswegen, ich kann nicht sagen, wie gut das ist. Aber im Grunde kann man eigentlich damit auch nichts falsch machen. Also, sofern euer Drucker das annimmt und Fotopapier bedrucken kann, ist das auch, denke ich mal, bei dem Preis und bei der Qualität absolut ausreichend. So, das letzte Basic. Laminierfolie. Mir ist tatsächlich gestern die Laminierfolie ausgegangen. Ich habe meine Stempel und Stanzen von Weihnachten, von meinen Geschenken aus der Weihnachtszeit verräumt und irgendwann hatte ich keine mehr. Deswegen 1,35 €, 20 Bögen. Ich habe gleich 3 gekauft, weil ich weiß, ich habe noch einiges vor mir. Ich bin noch bei weitem nicht fertig. Ich kann es euch mal in einem Beispiel zeigen. Ich nehme einfach Druckerpapier, schneide es mir zurecht und laminiere das Ganze ein, damit es halt was stabiler ist. Das heißt, auch eure Tüte mit den, da sind jetzt Stanzen. Mir fehlt noch Magnetklebeband, aber leider hat Action das schon seit Monaten nicht mehr im Programm. Ich warte und hoffe, dass das wiederkommt. Ansonsten habe ich es erstmal in den Tüten drin und da kann es halt nicht rausfallen. So, jetzt geht mir schon einiges hier flöten. So, erstmal an die Seite damit. So, das waren
jetzt die Basics. Meine Highlights waren natürlich wie immer Stanzen und Stempel. Ich habe jetzt, glaube ich, was waren das? 4, 5, 6, 7, 8 Stück gekauft. Und in der Größe, das ist jetzt A5, glaube ich, heißt das in der, oder naja, quadratisch. Die Hülle wäre ungefähr A5. So sind die, glaube ich, so 10 x 10 cm. Jeweils für 3,29 Euro. Auf der Rückseite kann man dann erkennen, dass es sozusagen aus den verschiedenen Bereichen jetzt kommt. Ich habe, glaube ich, das kommt auch aus dem. Aber ich meine, das hier, genau, das hat andere Beispiele mit drin. So. Und zwar, das hat mir absolut nicht gefallen mit den großen Sprechblasen. Das habe ich gekauft, das hier und das. Und von denen hier zum Beispiel habe ich tatsächlich nur das eine. Alle anderen, entweder gab es die nicht bei uns oder wir das hier, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Also ich bin da inzwischen schon wählerisch und ich kaufe nicht wirklich alles. Dass das jetzt ein Herz ist, ist mir ehrlich gesagt auch erst jetzt aufgefallen. Ich dachte, das wäre die Stanze, die mir fehlen würde. Naja, okay. Also scheine ich wirklich alle zu haben, bis auf die Sprechblasen. Aber die wirklich, die gefielen mir absolut nicht. Ich habe den Laden gesehen und ich habe halt sowas Ähnliches schon da und das muss nicht sein. Also das hier so ein Patchwork-Hintergrund. Glaube ich mein Lineal. Mal gucken, wie groß die tatsächlich sind. Also wenn man wirklich von Kante zu Kante geht, sind das knapp 10,8 cm. Ja, 10,8 ungefähr, richtig. Und das ist im Quadrat. Das heißt, je nachdem, was ihr macht, natürlich für quadratische Karten besser geeignet. Aber ihr könnt natürlich auch das Ganze wiederholen, ansetzen und zum Beispiel verlängern. Da habt ihr fast sozusagen eine den Langkarte bedeckt oder ihr schneidet euch davon halt ein Stück aus, dass ihr da was schmaler habt. Also ich hatte das gesehen und mir hat das sofort gefallen. Also man kann natürlich auch einfach kurbeln, den Rahmen verwenden und die Innenteile komplett anders zusammensetzen. Wer mich schon länger verfolgt und weiß, wie ich bastle, Patchwork ist eins meiner Lieblingsbeschäftigungen. Also wird das bestimmt für weitere Hintergründe herhalten müssen. So. Dann haben wir hier so einen schönen Rahmen. Schön filigran vor allem. Also wie man sieht, hier ist auch noch eine Schnittebene. Das heißt, das wird als Rahmen ausgeschnitten. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr schön für den Frühling vor. Hier habt ihr einen kleineren Rahmen, eine Rund und eine Blüte. Und ich glaube, von Blumen, Stanzen kann man nie genug haben. Also an sich für den Frühling genau das Richtige. So, dann haben wir hier ja, weitere Flaggen, kann man sagen. Ne? Es gibt ja hier verschiedene Aufhängvorrichtungen dafür. Das heißt, ihr könnt ja auch kombinieren, aneinandersetzen, verlängern. Ihr könnt das im, ja, im Bogen quasi aufkleben oder seitlich im Bogen. Und da könnt ihr eure Flaggen dran befestigen oder einfach andere Stanzen dazu kombinieren. Also es muss ja nicht unbedingt immer das ganze Set verwendet werden. Wir haben hier noch Hip, Hooray als Sprüche noch dabei und eine kleine Schleife. Das Schöne ist, dass inzwischen wirklich auch Beispiele auf der Rückseite dann auch mit drauf sind. Ich schneide mir da tatsächlich dann auch das aus, weil bei gewissen Stanzen weiß ich einfach später gar nicht, was da für Beispiele dabei waren. Ich meine, das ist relativ simpel erklärt, aber bei manchen anderen ist das halt schon ein bisschen schwieriger. So. Hier haben wir eine, ich sag mal, Grundform mit ja, abgeschnittenen Kanten. Das ist eigentlich ja, in sich auch ein Quadrat. Und wir haben noch ein Sechseck in der Mitte. Ja, davon habe ich zwar einige schon, aber man kann halt nicht sagen, die Sets würden super aufeinander aufbauen und es gibt nichts, was sich wiederholt. Wäre natürlich klasse, aber so ist das halt im Leben nicht. Hier haben wir wieder eine weitere quadratische Stanze, auch eine Art Rahmen.
Ja, von der Abmessung her ist er so ziemlich genau wie die andere. Wir sind bei 10,8 cm wieder. Im Gegensatz zu dem Patchwork-Herz vorhin habt ihr halt wirklich Rechtecke. Aber auch die kann man natürlich anders verwenden und den Rahmen anders befüllen. Ja, sieht schon an sich schon ganz interessant aus. Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass ich so eine Karte bastle, die genau so groß ist wie dieser Rahmen. Ich müsste es mindestens einmal oder zweimal matten, damit das halt ein bisschen mehr Wirkung hat. So, die nächste Platte. Das ist natürlich wirklich ein Hintergrund. Also auch hier sind wir bei knapp 10,8 cm. Und die würde ich auch sagen, also die eignet sich sehr gut, um das Ganze zu verlängern, zu wiederholen. Ihr könnt natürlich auch so stanzen, dass ihr die Schnittkante hier gar nicht mitstanzt und dann das Ganze nochmal drehen, ansetzen und verlängern. Ja, sind so kleine Pfeile, kann man sagen. Und was dann nach dem Stanzen überbleibt, könnt ihr noch zum Beispiel als Embellishments verwenden. Ihr könnt die drei oder viermal übereinander kleben, vielleicht mit einem schöneren metallischen Papier oder Glitzerpapier die letzte Schicht überkleben. Und dann habt ihr ja wie kleine, wie nennt sich das denn? Ja, auf jeden Fall Elemente, die ihr auf eure Karten mit verarbeiten könnt oder auf eure Projekte, die sonst wahrscheinlich in der Mülltonne als Rest landen würden. Hier haben wir wieder eine einfache Grundform ohne Stiche, ohne alles. Das wird halt einfach ausgestanzt in dieser schönen Form. Gucken, wie groß jetzt hier die Kantenlänge ist. Also hier sind wir bei knapp 11 cm fast. Also je nachdem, wo man es ansetzt, ist es viel kleiner, manchmal größer. Ja, also der dickste Bereich zum Beispiel ist hier und da sind wir bei 11 cm. Auch sehr schön. Wer noch die alten Spellbinders hat und die Form vielleicht auch dabei ist, braucht das natürlich nicht. Ich finde es immer schön, mehrere Sachen zu haben, zu variieren. Hier haben wir Luftballons, einmal so einen länglichen, einen Herzluftballon und dann drei normale, sage ich mal, Standard in drei verschiedenen Größen. Dazu natürlich auch noch ja, die Bänder und die Knoten. Und auch das könnt ihr kombinieren, wie es euch gefällt. Ihr müsst natürlich nicht wie hier auf der Karte fast alle gleichzeitig verwenden. Das ist nur ein Beispiel. So, das war es auch schon. Also, ich meine, da sind jetzt zwei Generationen. Die scheine ich ja komplett zu haben, bis auf das, was mir nicht gefallen hat. Und wo ist denn der andere? Und ja, die hier gab es bei uns nicht vollständig. Die müsste wahrscheinlich etwas älter sein als jetzt die, die ich euch gezeigt habe. Und ja, es ist halt immer so ein Glücksspiel, welche Action hat was. Und unser ist, was das angeht, bei Stanzen immer sehr schlecht aufgestellt. Wir haben so viele Ladenhüter, wir haben da Stanzen liegen, die sind bestimmt schon 5 Jahre alt. Und dadurch, dass die Regale nicht leer werden, wird halt auch nichts nachbestellt. Deswegen gehen mir dann die einen oder anderen Kollektionen, wenn es was Neues gibt. Aber nicht ärgern, es geht ja trotzdem mit neuen Sachen weiter. Ich habe noch Stempel. Und zwar erstaunlicherweise, obwohl ich so wählerisch bin und schon so viele Stempel habe, habe ich diesmal wirklich alle 6 mitgenommen. Hier haben wir die Tierchen. Die sind teilweise wirklich vollflächig ja, schon quasi ausgemalt. Wenn ihr das stempelt, klar, bei der Pfote zum Beispiel ist das gar kein Problem, eignet sich halt auch super für Hintergründe oder einfach als Zusatzelement. Bei der Eule ist das so, je nachdem, welche Farbe ihr nehmt, könnt ihr natürlich auch trotzdem noch weiterhin schattieren und das Ganze noch ja, schöner gestalten. Ich stelle mir das sehr gut in einem Braunton vor. Wenn ihr das in Braun stempelt, dann könnt ihr noch schattieren und das Ganze dunkler machen. Und dann wirkt das auch, ja, ist an sich sogar einfacher, das Ganze zu kolorieren. Genauso auch mit diesem Teddybären. Da habt ihr weniger Arbeit hinterher. Müsst halt nur nicht unbedingt mit Schwarz arbeiten, weil über Schwarz übermalt man natürlich nicht so gerne oder es funktioniert nicht oder nur bedingt. Dann haben wir hier eine Art Kombination aus Bannern, Sprechblasen und kleinen Elementen mit Herzchen. Also hier habt ihr so einen Spritzer,
ja, paar Sterne. Dann habt ihr Herzchen, Sprechblasen mit Herzchen und sowas. Herrlich in Basic. Also kann man super schön für Hintergründe verwenden. Natürlich könnt ihr das auch so wie ich im Planer einsetzen oder mit einfach anderen Motiven kombinieren. Also ein Tierchen, was irgendwas sagt, eine Sprechblase dazu. Fertig. Die kleinen Elemente kann man auch im Hintergrund mit dazu stempeln oder ausmalen. Da ist eurer Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Das ist ein absolutes, ja, Geburtstagsset. Obwohl auch die Torte zum Beispiel, ja, auf meiner Hochzeit gut kommen könnte. Und dann habt ihr noch kleine Elemente wie zum Beispiel diese Stücktorte, Kerze, Lollipop, ein Sektglas ist es nicht, eher, keine Ahnung, Cocktailglas. Hier ist ein Herzluftballon, kleiner Cupcake, ein Blumenstrauß, ein Partyhut, noch ein Schleifchen, also so ziemlich, was man ja zum Thema Geburtstag alles dazu kombinieren kann. Als alleinstehende Motive weiß ich nicht, ob das jedermanns Geschmack trifft, aber man kann halt sehr viel mit wenigen Mitteln auch erreichen. So, das nächste Set ist ja ein Blumenset. In der Mitte natürlich ein wirklich großes, also es ist fast so groß wie meine Handfläche, Blumenstraußmotiv. Dann habt ihr noch einzelne Blumen, wie zum Beispiel eine Rose. Ja, ich bin kein Blumenexperte. Aber ich meine, es ist irgendwie so eine Art Frühlings-Osterblume. Und dann habt ihr hier noch einige Bouquet und einzelne Blumen, beziehungsweise hier ist es so eine Art Ansammlung von drei Blumen. Eine total simple Blume und ja, super schön filigran. Also, da kann man eigentlich nichts aussetzen. So, das nächste ist ein Ornamentset, würde ich sagen. Also ihr habt hier eine Art Bordüren, Übergänge, also auch etwas, was für ein Journal oder für Planer sehr gut passt. Da könnt ihr nämlich auch schöne Akzente mitsetzen. Ihr habt aber auch hier Arrangements, wie jetzt hier so eine Blumenranke, die so im Halbkreis geht. Ihr habt hier auch was mit Herzchen. Zwei Ringe, die jetzt zum Thema Valentinstag natürlich, aber auch allgemein so zu vielen Anlässen passen würden. Also mir hat das alleine schon wegen diesen drei Elementen so toll gefallen, dass ich mir gesagt habe, auch wenn ich sowas Ähnliches vielleicht schon habe, es kommt mit. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Set angekommen. Das ist so zum Thema Reise, ja, so ein bisschen Vintage-Style, würde ich sagen. Da habt ihr eine Kamera oder sogar zwei in verschiedenen Varianten, einen Reisekoffer, dann ein paar, ja, wie nennt sich das? Stempel, Aufkleber, Sprüche, die so ein bisschen wirklich nicht komplett durchgehend sind. Natürlich auch ein richtiger Poststempel in verschiedenen Varianten. Fly away. Dazu natürlich auch dann noch ein Koffer und der Heißluftballon. Dazu noch ein Kompass. Explore more als einzelner Spruch und hier wieder so eine ja, Verlängerung von den Stempeln, Poststempeln. Ja, das war's. Also durchweg, mir hat es gefallen. Ich weiß, dass es nicht jedermanns Geschmack ist und 79 Cent muss man da lange überlegen. Ich glaube nicht. Also, ich meine, am Anfang habe ich tatsächlich alles gekauft, ohne groß darüber nachzudenken. Inzwischen picke ich mir meine Favoriten raus, egal ob es Stempel sind oder Stanzen. Aber ja, dieses Set an Stempeln hat mir schon wirklich gut gefallen. So, ich würde sagen, ich beende das, ohne euch dann jetzt zu langweilen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!